Ja, Ulrike Fink ist ab heute wieder auf Randtour und erkundet den Osten unseres Landes. 5 Tage lang ist sie von Garz ganz im Nordosten der Uckermark bis nach Jemlitz im Landkreis Spree-Neiße unterwegs. Ulrike trifft auf ihrer Reise wieder ganz viele interessante Menschen und bekommt auch spannende Geschichten erzählt. Die erste Etappe, die startet heute in Garz und sie führt Ulrike Richtung Schwedt. Ja, zu Beginn wollte sie sich erstmal einen Überblick verschaffen auf einem Hügel und da sind ihr dann auch gleich mal die ersten ins Netz gegangen. Wir starten unsere heutige Randtour hier an den Oderhängen in der Nähe von Garz. Und eigentlich wollten wir oben ganz gediegen unsere Anmoderation machen, bevor wir weiterreisen, immer Richtung Schwedt. Aber da kommen plötzlich diese jungen Leute hier an uns vorbei mit lustigen Netzen. Und was die hier machen, das kriegen wir jetzt als erstes raus. Die Frage, die sich mir gleich als erstes stellt, ist natürlich, was suchen Sie denn hier eigentlich? Ja, was suchen wir hier? Wir untersuchen Schmetterlinge hier im Gebiet. Ach, okay. In den Steppenrasen hier, die Steppenrasen im unteren Odertal, das sind ja mit die bedeutendsten Steppenrasen, die es in ganz Deutschland gibt. Ja. Die haben internationale Bedeutung hier, diese Steppenrasen. Und in diesen Steppenrasen untersuchen wir Schmetterlinge, Tagschmetterlinge. Schmetterlinge, die am Tag fliegen. Ja. Mit dem Kescher bewaffnet werde ich jetzt selber auf Schmetterlingsjagd gehen. Franz wird mir helfen. Hast du auch einen Kescher? Ja. Was für Schmetterlinge könnten wir fangen? Also hier in der Wiese könnten wir das kleine Wiesenvögelchen erwarten. So. Das ist eine Art, die ist sehr typisch für Gräser. So ist auf Gräser angewiesen. Dann könnten wir ein paar Bläulinge finden, vielleicht den Hauhechel. Bläuling ist auch eine relativ häufige Art, die jetzt gerade ihre Flugzeit hat und ich bin guter Dinge, dass wir da gleich was finden werden. So. Super, na dann auf Haschen, auf zur Jagd, genau. Hier gibt es auch wirklich viele Schmetterlinge. Ja, sagt er. Ha, hier ist ein Schmetterling. Was ist es denn für einer jetzt? Ja, hier haben wir einen Hauhechelbläuling, der ist sehr häufig hier. Ein kleiner, schöner Schmetterling von dem Bläuling. Keine neue Art entdeckt. Keine neue Art, aber sehr schön trotzdem. Wir fahren weiter nach Garz, ein mittelalterliches Städtchen, dem man noch ansieht, dass es einmal bedeutende Zeiten hatte. Günstig gelegen auf dem alten Handels- und Versorgungsweg Berlin-Stettin. Jetzt sind wir genau an der Stelle, die heute hier in Garz besonders interessiert, nämlich die alte Stadtmauer. An einigen Stellen 7 Meter hoch, 2 Meter dick. Aber es geht gar nicht um die Steine, sondern um den Mörtel hier. Da soll nämlich unglaublich viel Ochsenblut drin sein. Wieso? Das kriegen wir jetzt gleich raus. Aufgrund der strategisch wichtigen Lage war Garz immer wieder heiß umkämpft. Da brauchten die Garzer eine Stadtmauer, die auch wirklich standhält. Wir stehen jetzt hier am Stettiner Tor. Das ist ein Teil der Stadtmauer in Garz. Neben mir Frau Hefter und sie ist die richtige Frau, wenn es ums Ochsenblut geht. Ne? Ja. Was hat es denn damit auf sich? Diese Feldsteine sind hier mit Mörtel und Ochsenblut befestigt. Hm? Warum Ochsenblut? Das ist zur guten Bindung. Ach, okay. Das hat die Steine, die Feldsteine eben richtig schön zusammengehalten. Diese breite Stadtmauer, dass sie eben noch sehr gut erhalten ist und gut hier steht. Ne? Und Ochsenblut ist nicht zu unterschätzen, denn die Stadtmauer, die ist schon richtig alt. Ja. Wie alt ist die denn? Die ist über 750 Jahre. 750 Jahre. So lange haben wir diese schöne Stadtmauer schon. Mhm. Wir fahren weiter zum letzten Ort für heute, Schwedt. Die Stadt mit den meisten Einwohnern in der Uckermark, direkt an der Oder gelegen. Und hier heuern wir an. Jetzt bin ich bei Kapitän Wunsch, dem letzten Oder-Dampferfahrer, ne? In der Kajüte. Ja, ja. Ist das so? Gibt es hier keinen weiter? Nein, es gibt weit und breit keinen. Es waren schon mehrere hier, die hier versucht haben, ihr Glück zu machen. Alle pleite gegangen. Lohnt sich nicht? War früher anders? Ja, zu Ostzeiten war es ja so, dass die Schiffe staatlich waren. Mhm. Und wenn da 2 Mann kamen, dann ist der gefahren. Wie lange machen Sie denn das schon? Mein ganzes Leben. Mit 5 Jahren bin ich schon mal reingefallen. Im Rhein, mit RH. Mit 5 Jahren, weil meine Eltern ja auch Fahrensleute waren. Ja. Und wenn die Schule noch nicht dran war, ja, sind sie mitgefahren. Dann war die ganze Familie auf dem Schiff. Toll. So war das früher. Kapitän Wunsch, der schippert uns jetzt Richtung Oderbruch. Auch eine Art, sich hier an der Grenze entlang zu bewegen und viel, viel entspannter als mit dem Auto.